Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 27. Juli 2018 nachmittags, dem wohl heißesten Tag des Jahres, habe ich mich hier eingefunden, den dritten Teil zu lesen aus diesem fantastischen kleinen Büchlein von 1903, Die Jesuiten und das Deutsche Reich, zeitgemäßes von Arthur Böttling. Wir waren letztes Mal im zweiten Teil gestrandet auf Seite 16, also haben knapp die Hälfte des kleinen Heftchens hinter uns und durchgelesen. Und ich möchte eben nochmal aufgrund der Wichtigkeit des zweiten Paragraphen, des zweiten Absatzes auf Seite 16, diesen nochmal lesen, aber natürlich mit weniger Kommentar, als ich das letztes Mal ja schon gemacht hatte. Wer das verpasst hat, den bitte ich gerne, in den zweiten Teil dieser Lesung selber reinzuschauen und sich das da zum Schluss nochmal anzuhören, wo ich diesen zweiten Absatz hier deutlich analysiert habe und bekommentiert habe. Hier und da werde ich wohl auch nochmal einen Kommentar machen, aber nicht mehr so ausführlich wie letztes Mal. Ich will mich ja nicht ständig wiederholen. Also, der Autor schreibt hier, so in allen Stücken. Während Ignatius, der Spanier, in dem Dienst Roms aufgeht und seine Jüngerschar aus aller Herren Länder zusammenläuft, ruft Luther seine Deutschen gegen die römische Gewaltherrschaft und Seelenknechtschaft auf. Der Papst ist ihm nicht nur der Antichrist und nicht nur Luther, sondern jedem bibelgläubigen Christen, sondern zugleich der unleidlichste aller Tyrannen und Fremdherrscher, dessen entsittlichendes Joch es abzuschütteln gilt. Dieses nationale Moment ist bei Luther geradezu ausschlaggebend. Er ist nicht nur unser religiöser, sondern unser geistiger, unser vaterländischer Reformator, kurzweg. In ihm wurzeln zugleich unsere Dichter und Denker, unsere Klassiker und unsere Männer der Tat sämtlich. Und jetzt kommt der wichtigste Satz in diesem ganzen kleinen Heftchen, den man unglaublich gut verstehen muss, um zu begreifen, warum die Welt in Deutschland heute so ist, wie sie ist. Wer ihn, Martin Luther, abtut, wer sein Werk Martin Luthers ungeschehen machen will, oder wer sein Werk im Nachhinein hunderte Jahre später angreift, durch es zu verfälschen und den Leuten zu erzählen, er hat andere Dinge geschrieben, als die er geschrieben hat, der kann dieses nur tun, indem er unsere ganze Geisteskultur und unser nationales Staatswesen an der Wurzel trifft. Eben hierauf haben es Loyola und seine Jünger abgesehen. Ja, worauf haben sie es abgesehen? Auf die Geisteskultur und das nationale Staatswesen der Deutschen an der Wurzel zu treffen. Eben hierauf haben es Loyola und seine Jünger abgesehen. Sie haben solcherweise, wie Guttein, der sonst in seinem Urteil Zurückhaltende, in seinem fundamentalen Werk über Ignatius treffend bemerkt, Zitat, es mit der Zeit fertiggebracht, die Hälfte des deutschen Volkes von der nationalen Kultur auf Jahrhunderte auszuschließen. Ende Zitat. Und dieser letzte Satz, oder die letzten zwei Sätze waren im Grunde unglaublich wichtig. Vor allen Dingen der Satz, wer Martin Luther abtut, wer sein Werk ungeschehen machen will, kann dieses nur, indem er unsere ganze Geisteskultur und unser nationales Staatswesen an der Wurzel trifft. Nun ist es ja so, dass wir wissen, dass in dem Eid der Jesuiten da deutlich von gesprochen wird, dass der Hauptgrund, dass die Jesuiten überhaupt damals entstanden waren in 1540, dass sie sich zur Aufgabe gemacht habe, den Protestantismus zu vernichten. Die Wurzel des europäischen Protestantismus ist natürlich in England, aber hauptsächlich ist damals von Luther die ganze Befreiung ausgegangen. Und da muss man den Hebel ansetzen. Da müssen die römischen Katholiken den Hebel ansetzen. Sie müssen das Staatswesen und die ganze Geisteskultur der Deutschen angreifen und sie müssen das mit der Wurzel ausrotten, um dafür zu sorgen, dass sie das Werk von Martin Luther, damit die Reformation, ungeschehen machen. Und deswegen wird Deutschland so behandelt, wie es behandelt wird. Seit Jahrzehnten. Ja? Und das hat noch lang nicht aufgehört. Es wird noch weitergehen auf diese Art und Weise. Aber man muss sich eben davon bewusst sein, dass die Jesuiten sich eben auch davon bewusst sind, dass sie die ganze Geisteskultur und das Staatswesen der Deutschen ausrotten müssen. Wie haben sie denn zum Beispiel das Staatswesen ausgerottet? Dadurch zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg
die Weimarer Republik dahinzustellen, die keine Republik war, das war eine Witzregierung. Danach haben sie die meist katholische Regierung, die jemals in Deutschland regiert hat, aufgestellt mit Adolf Hitler. Und danach haben sie Deutschland sogar geteilt. Wie kann man ein deutsches oder überhaupt ein Reich, ein Land mehr treffen, durch es zu teilen, in diesem Fall wie Ost und West, und dann gegenseitige Feindbilder hochzuziehen, die ja heute immer noch herrschen. Ich meine, wir sind jetzt fast 30 Jahre nach der sogenannten Wiedervereinigung 1989 in 2018 und immer noch gibt es einen Graben zwischen Ost und West und der wird auch so schnell nicht weggehen. Da hat man lange Zeit für gebraucht, um den zu säen, und der wird auch immer noch eine ganze Zeit lang bleiben. Als richtig deutsch, glaube ich, fühlen sich die Deutschen im Allgemeinen nicht so besonders. Sie machen immer noch Unterschiede zwischen Ost und West. Was ja auch irgendwo verständlich ist, aber das ist eben nur eine Auswirkung, ein Resultat der Arbeit der Jesuiten. Ja? Sie haben es mit der Zeit fertiggebracht, die Hälfte des deutschen Volkes von der nationalen Kultur auf Jahrhunderte auszuschließen. Das schreibt der Autor 1903. Das haben sie doch sicher geschafft, nachdem sie 1948 Deutschland geteilt haben und für die nächsten 40 Jahre dafür gesorgt haben, dass es Westdeutschland und Ostdeutschland gab. Muss man doch nur mal eben bei nachdenken. So, wie spürbar ihre Erfolge gleich eingangs noch während der 40er Jahre des 16. Jahrhunderts im südlichen und westlichen Deutschland, in München, Wien und Köln zumal auch gewesen sind, ihr eigentlicher Siegeszug beginnt erst, als sie die katholischen Machtinhaber dahin bringen, auf das bereits unter ihren Auspizien zum Abschluss gekommene Tridentiner Konzil gestützt, die Gegenreformation mit Feuer und Schwert in die Hand zu nehmen. Mögen ihre Geschichtsschreiber sich noch so dagegen sperren, der von ihnen angefachte 30-jährige Krieg ist ihr eigenstes Element gewesen. Können die Friedfertigen dies übrigens zugleich naiver und drastischer bekunden als durch den jüngst inszenierten Tilly-Rummel? Bei dem Tilly-Rummel geht es um Sir Klaas von Tilly. Da habe ich hier einen Wikipedia-Link mit reingebaut. Da kann man sich anschauen und kann selber studieren, was hier mit dem Tilly-Rummel gemeint ist. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Weil ihr Tilly, er war von ihnen erzogen und wie kein anderer zu Willen, ja, wir sprechen also hier von einem Jesuiten natürlich, wir sprechen immer über den Jesuitenorden, weil der Tilly des Jesuitenordens von ihnen erzogen und wie kein anderer ihnen zu Willen war, der spanische Niederländer als Feldherr der katholischen Liga an der Spitze seiner aus aller Herren Länder zusammengelaufenen Soldateska den Protestanten die empfindlichsten Schläge zugefügt hat, ist er, der 52 Jahre alt geworden ist, bis er nach Bayern kam und nur sehr notdürftig Deutsch sprechen konnte, der bayerische Nationalheld. Dabei hat der Unvergleichliche nicht einmal verhindern können, dass Gustav Adolf München einnahm. Als Ludwig I., der Denkmalflüchtige, welcher selbst als Ludwig I., der Denkmalsüchtige, also viele Denkmäler von sich selbst errichten lassen, welcher selbst nichts weniger als ein Kundiger sich in der Wahl seiner Auserlesenen von rechts und links her nur zu leicht bestimmen ließ, diesen Tilly neben Wrede als einzige in seine Feldherrenhalle stellte, spöttelte der Volksmund zwar, der eine, nämlich Tilly, ist kein Bayer und der andere, nämlich Wrede, kein Feldherr gewesen. Ja? Aber eine Statue aufgestellt dafür. Allein wenn heute ein Geschichtskundiger wie der Münchner Professor Dumoulin der Meinung ist, dass Männer wie zum Beispiel von Dann und Hartmann, die Führer der Bayern 1870-71 eher in die bayerische Feldherrenhalle gehören als Tilly, der finstere Jesuitenheld, so gehört der Professor von den frommen Bruderschaften den bayerischen Jesuitenbataillonen für eine solche Schmähung des bayerischen Volkes und Fürstenhauses zum Lande hinausgejagt. So muss der Zerstörer Magdeburgs, denn das bleibt Held Tilly, auch wenn die Verteidiger in ihrer Verzweiflung, damit die Stadt ihm nicht als festes Lager diene, das Feuer selbst ansteckten, auch noch bei der bayerischen Muttergottes zu
Altötting ein Denkmal erhalten, das allerdings dort besser am Platz wäre als im Isar Athen. Ja, Isar Athen ist eine andere Schreibweise für München hier. Ja. Wohl lag 1648 das lutherische Deutschland ein blutender Rumpf ohne Kopf und ohne Glieder am Boden. Also nochmal. Wohl lag 1648 das lutherische Deutschland ein blutender Rumpf ohne Kopf und ohne Glieder am Boden. Allein das protestantische Deutschland war deswegen noch nicht vernichtet und somit das Werk der Jesuiten noch nicht getan. Das ist es heute noch nicht. Wie fest sie sich auch in den wieder katholisierten Territorien einnisteten, die Protestantischen wussten sich dieselben vom Leibe zu halten. Gelang es ihnen 1697, den Kurfürsten von Sachsen, den Vorstand der Evangelischen im Reiche, mittels der polnischen Königskrone, die sie mit Hilfe des Helden der Bartholomäusnacht in ihre Gewalt gebracht hatten, zu ködern, so blieb das sächsische Volk darum erst recht lutherisch. Die Königskrone auf dem Haupte der Wettiner gab zudem dem Hohenzollern den letzten Sporn, es ihnen gleichzutun. Wie haben sich die Jünger Loyolas auch an diesen herangemacht? Indes, sein protestantisches Rückgrat erwies sich zu stark. Am 18. Januar 1701 setzte er sich zu Königsberg die preußische Königskrone eigenmächtig aufs Haupt, ohne nach seiner Heiligkeit im Vatikan zu fragen. Na also, wenn das keine frevelhafte Tat ist, ja, da setzt sich ein deutscher König die Krone selbst auf, wie später das 1800 und ein paar zerquetschte Napoleon auch getan hat, nach dem Motto, ich brauche nicht die Zustimmung des Papstes, ich brauche nicht die Zustimmung seiner, zwischen Anführungszeichen, Heiligkeit im Vatikan, ich kröne mich hier selber. Das kann man wirklich nur machen, wenn man ein protestantisches Kreuz hat. Ein starkes Kreuz. Ja. Auch die Hoffnung des Pater Volta, dass es wenigstens gelingen werde, ihm oder seinen Kronprinzen nachträglich einzufangen, ward zu Schanden. Der Verdruss des Papstes über diese schwere Niederlage war ein so bitterer, dass bis nach dem Tode Friedrichs des Großen der römische Kalender nur einen Markgrafen von Brandenburg kannte. Ja, also sie haben ihn nie als König von Preußen da anerkannt, sondern sie nannten ihn nur einen Markgrafen von Brandenburg im römischen Kalender. Dafür haben die ersten preußischen Könige seine Heiligkeit ihrerseits wie Luft behandelt. Wie du mir, so ich dir. Ja? Friedrich Wilhelm I. fühlte sich infolge des Abfalls, um nicht zu sagen des Hochverrats, des Wettiner so sehr als Vorstand und Beschützer des Evangelischen im Reiche, dass er den Jesuiten in Heidelberg, als diese dem westfälischen Friedensvertrage zum Trotz den Evangelischen sogar die Hälfte der Stadtkirche entreißen wollten, derart auf die Finger klopfte, dass ihrem pfälzischen Kurfürsten die Residenz in der alten Neckarstadt darob gründlichst verleidet ward und er nach Mannheim übersiedelte. Ohne dass darum die Jesuiten Heidelberg aufgegeben hätten, natürlich. Als Friedrich der Große als Kronprinz 1733 durchkam, fand er da selbst, wie er seiner Schwester Wilhelmine schreibt, nur ein elendes Jesuitennest vor. Für die Entführung der unersetzlichen Universitätsbibliothek nach Rom hatte ein Jahrhundert zuvor bereits Tilly gesorgt, von dem wir vorher schon gelesen hatten. Noch im Laufe des 16. Jahrhunderts haben sich die Jesuiten in den katholischen Ländern selbst, wo sie wenigstens bei den Fürsten bereitwillige Aufnahme gefunden hatten, auf das Äußerste verhasst gemacht. So in Frankreich. Man traute ihnen nachgerade jede Untat zu. Insbesondere die Beiseiteschaffung unbequemer Machthaber mittels des von ihren Schriftstellern so oft gerechtfertigten Tyrannenmordes. Regicide, wie man das in Englisch zum Beispiel nennt. Ja? Wir müssen hier mal eben jetzt in den nächsten Satz nochmal in eine kleine Fußnote eintauchen. Es steht hier geschrieben, der Anschlag eines ihrer Schüler, Jean Châtel, also der Jesuitenschüler,
gegen König Heinrich IV., wir sprechen hier über den König von Frankreich, ja, bewirkte ihre Ausweisung als, Zitat, eine abscheuliche und teuflische Gesellschaft, Verderberin der Jugend und Feindin des Königs und des Staates. Nun, ich habe schon öfter über König Heinrich IV. Gesprochen, den französischen König. Ja? Und da gibt es zwei interessante Links, die ich hier in dieses PDF auch mit reingetan habe, die ihr euch dann mal anschauen könnt, bitte. Das ist einerseits das Hugenottenmuseum und die Edikte über die Hugenotten und über Wikipedia, wo es geht um das Edikt von Nantes. Das Edikt von Nantes habe ich schon verschiedene Male in meinen Lesungen angeholt. Das fing an damals mit von Babylon nach Rom in Alexander Hislop, der damals bereits gesprochen hat von dem Beichtvater von König Ludwig XIV., der damals dafür gesorgt hat, dass der König Ludwig XIV. Das Edikt von Nantes widerrufen hat. Das Edikt von Nantes ist eine sehr interessante Geschichte, um sich damit zu beschäftigen, weil hier geht es schließlich darum, dass man nach dem St. Bartholomäus-Massaker, das 1772 stattgefunden hat, dass man danach in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts durch Heinrich IV. Diesen offiziellen Krieg gegen die Protestanten eingestellt hat durch das Edikt von Nantes. Der damalige König von Frankreich hat sich durchgesetzt gegen die römisch-katholische Kirche, gegen die Inquisition und hat mit dem Edikt von Nantes den Hugenotten und den anderen Protestanten in Frankreich Religionsfreiheit zugesichert. Durch das Edikt von Nantes konnten sie ihre Religion, das ist die Bibel, folgen, ohne Verfolgung. Ja? Und der König Ludwig XIV. Von Frankreich hat das keine 100 Jahre später, Ende des 18. Jahrhunderts, widerrufen, das Edikt von Nantes. Und deswegen lesen wir hier, weil der König Heinrich IV., nachdem er das Edikt von Nantes natürlich initiiert hatte, wurde umgebracht von einem der Jesuitenschüler, nämlich von Jean Châtel. Er wurde fiel einem Attentat zum Opfer. Ja? Deswegen lesen wir hier, der Anschlag eines ihrer Schüler, also Jean Châtel, eines Jesuitenschülers, gegen Heinrich IV. Bewirkte die Ausweisung als eine abscheuliche und teuflische Gesellschaft, Verderberin der Jugend und Feinden des Königs und des Staates. Also damals hat man die Maßnahmen ergriffen und hat gesagt, vom Visier hin und nicht weiter, ihr begeht wieder diesen Königsmord, ja, den Tyrannenmord, nachdem ihr in eurem Eidjahr sprecht, INRI, Iustum Necer Reges Impius, wie es im Lateinischen heißt, es ist rechtens, abtrünnige Könige, abtrünnig von der römisch-katholischen Kirche natürlich, aus dem Amt zu setzen und sogar zu ermorden. Dafür steht INRI, da hatte ich ja drüber gesprochen, in dem Eid der Jesuiten, könnt ihr euch nochmal anschauen. Und genau das rechtfertigt bei den Jesuiten den Tyrannenmord, zwischen Anführungsstrichen, also den Mord eines Regierenden, in diesem Fall König Heinrich IV., der durch Jean Châtel ermordet wurde. Und daraufhin hat Frankreich die Konsequenz gezogen und damals die Jesuiten eine abscheuliche, teuflische Gesellschaft genannt, eine Verderberin der Jugend und Feindin des Königs und des Staates und sie dann auch später wieder rausgeschmissen aus ihrem Land. Der Pater Guinard wurde sogar wegen seiner regiciden Schriften, also das sind hier, Regicid ist also der Mord eines Herrschers, ja, wegen der herrschermordenden Schriften in aller Form hingerichtet. Indes verstanden sie es trotz alledem, sich bei Heinrich V. selber bald genug wieder in Gunst zu setzen. Er wählte sogar einen Jesuiten zum Beichtvater. Zitat: Es ist besser, sich ihnen anzuvertrauen, soll er gesagt haben, als ewig vor ihnen zu zittern. Unter dem Regimente des Kardinals Richelieu, ja, den kennt ihr natürlich von diesen ganzen drei Musketiergeschichten, gediehen sie nur allzu gut. Unter König Ludwig XIV., dem Sonnenkönig, von dem ich gerade eben schon gesprochen hatte, gewannen sie so ihre unbedingte Gewalt, dass er ihnen in ihrem tödlichen Kampfe mit den Jansenisten und durch Austreibung der Hugenotten zu Willen war.
Ja, wie hat Ludwig der 14. die Hugenotten ausgetrieben? Durch das Edikt von Nantes zurückzuziehen und dadurch die Hugenotten wieder vogelfrei zu erklären. Damals sind knapp 500.000 Hugenotten im Laufe der nächsten Jahre verfolgt worden und gestorben. Und 500.000 sind weggezogen aus Frankreich in die Nachbarländer, nach Deutschland, nach Niederlande, nach England und so weiter sind sie geflüchtet vor dem erneuten Krieg, der gegen die Hugenotten geführt wurde. Und in England gab es damals einen, ich glaube, das war Oliver Cromwell, der damals für die Hugenotten einstand und denen sogar noch unglaublich geholfen hat, aus England heraus. Ja? Also, unter Ludwig dem 14. gewannen die Jesuiten so unbedingte Gewalt, eben dadurch, dass sie seinen Beichtvater gestellt hatten, den de la Chaise, dass er ihnen in ihrem tödlichen Kampfe mit den Jansenisten und durch die Austreibung der Hugenotten zu Willen war. Sie missbrauchten ihre Macht indes schließlich in dem Maße, dass, als sie im Gefolge des französisch-englischen Krieges 1755 bis 1763, der sie namentlich in ihren amerikanischen Besitzungen und ihrem Handelsverkehr schwer schädigte, ihren Zahlungen nicht nachkommen konnten, ihre Stunde schlug. Die Parlamente prüften ihre Konstitutionen und erklärten dieselben mit dem Wesen und der Sicherheit des Staates unvereinbar. So, das ist ein ganz wichtiger Satz. Also der Krieg 1755, 1763, da geht es um Oliver Cromwell, der damals die Hugenotten unterstützt hatte und der zu denen zu Hilfe kam. Deswegen gab es einen englisch-französischen Krieg, weil England war im 18. Jahrhundert hier natürlich regiert von einer protestantischen Regierung und ist da natürlich gegen die Protestantenverfolgung gegen angegangen. Und die Parlamente prüften ihre Konstitutionen. Das ist ein Fall, das haben wir sehr schön besprochen in dem Buch von Cold World Babylon im Englischen von P.D. Stewart. Da geht es nämlich darum, dass da ein Handelsfall vor Gericht kommt von jemandem, der seine Schulden bei den Jesuiten nicht mehr bezahlen kann und letztendlich, um das jetzt kurz auf den Nenner zu bringen, sonst müsst ihr das Buch Cold World Babylon selbst lesen und könnte das selbst studieren. Dadurch, dass der seine Schulden nicht mehr zurückzahlen konnte, hat er sich darauf berufen, auf die Konstitution, auf die Verfassung der Jesuiten. Und damals haben sie dann gefordert, in Frankreich, in diesem Gerichtsverfahren, dass die Jesuiten ihre Konstitution offenlegen mussten. Ja? Und das haben sie dann damals auch getan. Und dadurch sind diese geheimen Instruktionen, die Secreta Monita und die Konstitution der Jesuiten überhaupt erst ans Licht gekommen. Ein ziemlich wichtiger Geschichtsvorfall, den man kennen sollte und der halt in Cold World Babylon wunderbar besprochen wurde. Das habe ich mit Brett ja auch gemacht, als wir das Buch gelesen hatten. Ja? Die Parlamente prüften ihre Konstitution. Ja? Wie kann man das machen? Wie kann man denn die Konstitution einer Geheimgesellschaft prüfen, ja, das ist eben nur aufgrund dessen möglich, was ich gerade eben erzählt habe, weil das ein Gericht hier verlangt hat, diese Konstitution offenzulegen. Und wie gesagt, das wird ausführlich in Cold World Babylon im ersten Band beschrieben. Ich habe auch hier eine Note mit reingemacht in das Heft. Da könnt ihr dann die Abspielliste sehen von Cold World Babylon, könnt euch das selbst anschauen. Aber es gibt auch noch ein Buch über die Monita Secreta, das denselben Fall beschreibt. Und den Link für dieses PDF-Buch über die Monita Secreta, was ich in der Zukunft auch noch lesen werde, habe ich auch hier in diese Fußnote beigefügt. Also auf Seite 19 in dem Heft, das ist Seite 11 in dem PDF, aber Seite 19 in dem Heftchen, da findet ihr im ersten Absatz oben eine kleine Fußnote am Ende dieses Satzes, den ich gerade gelesen hatte. Und dadurch, wenn ihr diesen Links folgen könnt, könnt ihr das noch ein wenig eingehender studieren, als ich das hier jetzt auseinanderlegen möchte, weil ich möchte mich nicht ständig mit solchen Dingen in der Geschichte wiederholen. Jedenfalls fährt der Autor fort und sagt, dem Papste ward, falls er sie nicht fallen lassen sollte, geradezu mit Krieg gedroht. Schon kurz vorher war es in jenem Portugal,
wo sie die Herrschaft am vollständigsten an sich gerissen hatten, um sie geschehen. Ja, dass die Jesuiten hier im 18. Jahrhundert die Herrschaft vollständig an sich gerissen haben, hatte ich drüber gesprochen in dem Buch von Griesinger, was ja dieser Lesung hier vorweg ging, da erinnert ihr euch sicher noch dran. Da hatten wir ja gelernt, dass sie teilweise von Portugal einen Gottesstaat gemacht haben und dann später den König von Spanien dieses Land auch noch gegeben haben, dass Portugal von Spanien regiert wurde, vom König von Spanien, und den hatten sie natürlich auch in ihrer Tasche. Also, deswegen sagt der Autor hier, schon kurz vorher war es in jenem Portugal, wo sie die Herrschaft am vollständigsten an sich gerissen hatten, um sie geschehen. Weil irgendwann hat sich das natürlich auch das Pendel zurückgeschwungen für die Jesuiten hier. Auch dort ward ihnen ein Anschlag auf das Leben des Königs zu Last gelegt, in Portugal. Die Hauptsache aber war, dass sie den Staat als solchen tödlich zu überwuchern drohten. Dieselbe Erscheinung in Spanien selbst, dem Heimatlande des Stifters des Ordens. Die bourbonischen Höfe in Italien, Venedig, der König von Sardinien, niemand wollte die Unerträglichen länger dulden. Selbst die Habsburger in der Hofburg an der Donau und die Mittelsbacher an der Isar, also Österreich und Bayern, ihre ersten und dienstbereitesten Gönner in deutschen Landen, die so lange mit ihnen durch dick und dünn gegangen waren, schüttelten die Jesuiten ab. Als ihnen in Bayern bedeutet wurde, dass sie die Verbindung mit ihrem auswärtigen Oberen, mit ihrem General in Rom, abzubrechen hätten, erwiderten die Jesuiten, dass dies gleichbedeutend mit ihrer Vernichtung sein werde, indem eben der Gehorsam gegen diesen ihr oberster Grundsatz sei. Wer, sagten sie dreist, könne vergessen, dass es nur ausländische Jesuiten zu danken sei, wenn die allein seligmachende Kirche in Bayern erhalten worden sei. Ende Zitat. Das ist ganz schön dreist, ne? Wer könne vergessen, dass es nur ausländischen Jesuiten zu danken sei, wenn die allein seligmachende Kirche in Bayern erhalten worden sei. Der geistliche Rat, der damals in München zum Schutze des Staates gegen die römisch-katholische Kirche eingesetzt worden ist, entgegnete indes kaltblütig: Unser Staat will Bürger. Die gebt ihr uns durch Fremdlinge nicht, zumal nicht in Schulen und Klöstern, wo sich die Geistlichkeit zum Staat im Staate erhebt. Bayern ist nicht dazu da, um mit Opfern auswärtiger Häuser die Gesellschaft Jesu zu erhalten. Ende Zitat. Ist das nicht mal ein Donnerschlag, wo wir hier die Bayern sich gegen die Jesuiten auf diese Art und Weise auflehnen hören? Bayern, das immer ein erzkatholisches Land war, das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja? Die sagen hier ganz deutlich den Jesuiten: Unser Staat will Bürger. Die gebt ihr uns durch Fremdlinge nicht. Zumal nicht in Schulen und Klöstern, wo sich die Geistlichkeit zum Staat im Staat erhebt. Weil dadurch, dass die Ausbildung in den Schulen der römisch-katholischen Kirche und den Jesuiten damals vor allen Dingen überlassen wurde, dadurch natürlich sich ein Staat im Staat erhebt. Weil ein römischer Katholik schwört ja seine Treue nur dem Papst und nicht zum Beispiel dem König von Bayern, nicht dem Herrscher des Landes, in dem er lebt. Und dadurch wird ein Staat im Staat gegründet. Und Bayern prangert genau das hier an. Bayern ist nicht dazu da, sagen sie, um mit Opfern auswärtiger Häuser die Gesellschaft Jesu zu erhalten. Selbst Maria Theresia erwiderte dem Papste Clemens dem 13., als dieser in seiner Not um ihre Hilfe gegen die ihn drängenden Fürsten und Staaten anging, es sei die Jesuitenfrage keine Angelegenheit der Religion, sondern eine Angelegenheit der Politik. Papst Clemens den 13., den kennen wir noch, der starb, meine ich, 1772, kurz bevor die Jesuiten damals von seinem Nachfolger Clemens dem 14. 1773 verboten wurden. Diese Maria Theresia, das war ja die Herrscherin über Bayern damals, als diese in keiner Not
Selbst Entschuldigung, jetzt habe ich hier verhaspelt. Selbst Maria Theresia erwiderte dem Papste, als dieser Papst in seiner Not um ihre Hilfe gegen die ihn drängenden Fürsten und Staaten anging, es sei die Jesuitenfrage keine Angelegenheit der Religion, sondern eine Angelegenheit der Politik. Na, dem kann ich aber nur ganz, ganz kräftig zustimmen. Na? Die Politik der Jesuiten, oder besser gesagt die Jesuitenfrage, ist eine Frage der Politik und nicht der Religion. Weil sie tarnen sich zwar als ein religiöser Orden, aber sie sind schlussendlich nichts weiter als ein politischer Orden. Ein militärischer Orden im Grunde sogar, darf man ja nicht vergessen. Ein militärischer Orden, der unter der Maske der Religion Regierungen und Staaten, Autoritäten unterwandert, infiltriert und dann umkehrt, sich zu eigen macht und zu seinem eigenen Nutze ausbringt. Und das hat die Maria Theresia hier sehr gut gesehen und gesagt, Papst, wenn du was von mir willst über die Jesuiten, das ist eine Angelegenheit der Politik und nicht der Religion. Und so blieb dem Papste schließlich nichts übrig, als diejenigen, welche sich zu seinen entschlossensten Vorkämpfern aufgeworfen hatten, selbst aufzulösen. Der Nachfolger von Clemens dem 13., Clemens der 14., mit bürgerlichem Namen hieß er Ganganelli, scheint übrigens diese Auffassung derjenigen, welche in dem herrschsüchtigen Orden mit seinen mehr als laxen moralischen Grundsätzen auch vom kirchlichen Standpunkte aus nur ein Übel sahen, geteilt zu haben. Er hob nämlich 1773 den Orden auf, weil durch ihn der, Zitat, Friede und die Ruhe der Christenheit gestört worden sei. Hier möchte ich jetzt mal eben Christenheit und Katholizismus gleichsetzen. Weil, ja, wirklich, weil der Friede und die Ruhe der ganzen Christenheit gestört worden sei. Selbst der Friede und die Ruhe innerhalb des Katholizismus ist gestört gewesen. Durch die Jesuiten. Ja, hat er gar nicht mal Unrecht. In diesem Fall kann man hier also wirklich mal Katholizismus und wahres Christentum in einem Atemzug mit derselben Bedeutung selbst nennen. Nun, ob der Edelmütige, welcher auch sonst für einen Papst zu frei und menschlich dachte, um dieser Tat willen durch Gift beseitigt worden ist, mag dahingestellt bleiben. Ja, da wissen wir aus dem Lesen von Herrscher des Bösen natürlich, dass der Papst durch Gift beseitigt worden ist. Der Autor lässt das hier dahingestellt sein, aber ich glaube, dass Tapassorsi da bessere Brunnen hatte, um dahinter zu kommen, als und nicht nur Tapassorsi, weil es ist nicht nur Tapassorsi, der sagt, dass der Ganganelli, Clemens der 14. damals ermordet wurde, vergiftet wurde. Die hatten wohl bessere Archive zugänglich als der Arthur Böttling in dem Zeitpunkt 1903, wo er dieses Heftchen hier schreibt. Ja, er stellt es mehr oder weniger in Frage, ob der Edelmütige, also der Papst war nicht edelmütig, ne? Es gibt keinen einzigen Papst, der edelmütig ist. Der Papst ist immer der Antichrist, das dürfen wir niemals vergessen. Auch wenn er hier und da vielleicht mal ein paar gute Dinge gemacht, gesagt oder getan hat. Gute Dinge selbst im biblischen Sinne, ich wüsste jetzt zwar nicht was, aber warum nennt er ihn hier edelmütig? Ich würde den Papst niemals edelmütig nennen. Jedenfalls, dieser Papst Clemens der 14., welcher auch sonst für einen Papst sehr frei und menschlich dachte, um dieser Tat willen durch Gift beseitigt worden ist, das mag dahingestellt bleiben. Und wir wissen aus anderen Untersuchungen inzwischen besser. Das ist tatsächlich so wahr. Dass man den Jüngern Loyolas eine derartige Beseitigung allgemein zugetraut hat, das steht fest. Und das nicht nur damals. Auch heute sind die Kundigsten überzeugt, dass sie nach wie vor dessen fähig wären. INRI, sag ich da nur zu. Ja, das steht in ihrem Eid darin. Sie geben absolut zu, dass es rechtens ist, um Herrscher zu töten. Ich suche mir das Zitat mal eben kurz raus hier. So, ich habe mal das Dokument von dem Eid der Jesuiten nochmal eben rausgesucht und da steht es also nochmal deutlich drin. Der Prinzipal oder Vorgesetzte steht vor dem Altar, an jeder Seite steht ein Mönch, von denen einer ein gelb-weißes Banner hochhält, das sind die Farben des Papstes,
und der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und einem roten Kreuz über einem Schädel mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort INRI versehen ist. Das bedeutet INRI, darunter stehen die Worte Iustrum Neca Reges Impius. Die Bedeutung davon ist, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. So, ich kriege diesen Satz nicht immer so aus dem Gedächtnis hin, deswegen lese ich das hier mal nach. INRI steht für, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Das ist ja auch der Grund, das habe ich damals ja auch gesagt, weshalb auf dem Kreuz von Jesus Christus immer dieses INRI drüber steht. Das ist nämlich aufgrund der Einstellung der Jesuiten. Sie haben nämlich Jesus Christus als einen pietätlosen und heretischen König angesehen. Ja? Weil die Jesuiten, die römisch-katholische Kirche, akzeptiert nicht den Jesus der Bibel. Ja? Aber das war nochmal eben das Stück, was ich gerade eben vorlesen wollte, wo ich eben deutlich machen wollte, da steht INRI für und diese heretischen Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören, das ist Regicide, so nennt man das im Englischen. Regicide. Müsste ich mal eben gucken, wie das im Deutschen genau übersetzt heißt. Ja, das wird im Deutschen übersetzt mit Königsmord. Wobei es natürlich nicht beschränkt ist auf Könige heutzutage, sondern bezieht sich natürlich auch auf Präsidenten, Bundeskanzler oder was auch immer. Präsidenten zum Beispiel, die amerikanischen Präsidenten. Ja, also, gehen wir zurück in den Text hier. Dass man den Jüngern Loyolas eine derartige Beseitigung allgemein zugetraut hat, steht fest. Wie gesagt, es ist begründet in ihrem Eid. Nicht nur damals, auch heute noch, das ist 1903, schreibt der Autor hier, aber es ist auch heute noch, 2018, sind die Kundigsten überzeugt, dass die Jesuiten nach wie vor dessen fähig wären. Was besagt übrigens die physische Vergiftung Einzelner im Vergleich zu dem psychischen Gifte, das sie allen eingeben möchten? Das finde ich mal einen furchtbar wichtigen Satz in diesem kleinen Büchlein. Was besagt die physische Vergiftung Einzelner, also zum Beispiel Päpster, zum Beispiel verschiedener Könige, Bundeskanzler oder was weiß ich, Kanzler oder Regierungschefs, Präsidenten, was besagt deren physische Vergiftung im Vergleich zu dem psychischen Gifte, das sie allen eingeben möchten und das sie allen eingeben, durch das ganze Ausbildungssystem eben zu beherrschen, durch dafür zu sorgen, dass wir heutzutage in der Welt, in der wir leben, moralisch total psychisch von ihnen vergiftet werden, und zwar von Anfang unseres Lebens an. Wir kriegen andere Werte indoktriniert als die Werte der Bibel. Deswegen ist das für mich, was ich gerade eben vorgelesen habe, auch wenn es jetzt nicht um Deutschland im Spezifischen geht, aber ein absoluter Kernsatz aus dieser Lesung. Was besagt übrigens ihre physische Vergiftung Einzelner im Vergleich zu dem psychischen Gifte, das sie Milliarden Menschen eingegeben haben, eingeben und eingeben werden? Das ist die Frage, die man sich über die Jesuiten hier wirklich mal stellen muss. Ein sehr, sehr wichtiger Satz, meines Erachtens. Nichts kennzeichnet diejenigen, deren höchstes Gelübde dasjenige des Gehorsams ist, und dieses zwar vor allem gegenüber dem Papste, dessen Unfehlbarkeit sie von jeher verfochten haben, als dass sie seiner Entscheidung, seinem unzweideutigen Befehle zuwider, sich nicht auflösten und sich sogar zu diesem Behufe unter den Schutz ketzerischer Mächte stellten. Im protestantischen England und Dänemark durfte der Orden unbehelligt fortbestehen. Auch Katharina II. Von Russland, welche die Jesuiten gegen die römische Hierarchie in Polen gut gebrauchen zu können meinte, nahm sie unter ihre Zügel. So bekanntlich auch Friedrich der Große. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir nie vergessen sollten, dass Friedrich der Große, der König von Preußen zu der Zeit, wo die Jesuiten in 1773 verboten wurden,
dadurch, dass er Freimaurer war und Freimaurertum von den Jesuiten kontrolliert ist, er in Preußen den Jesuiten Unterschlupf gewährte. Was tun sich ihre Verfechter zur Zeit darauf zugute, dass Friedrich sich sogar in einem Schreiben an D'Alembert nicht ohne Anerkennung über sie geäußert hat? Wer ist dieser D'Alembert? Da geht es um eine Person, die heißt Jean-Baptiste Laurent D'Alembert. Und da gibt es einen Wikipedia-Link dazu, den ich hier auch mit reinmache. Und das könnt ihr euch dann gerne anschauen, wenn ihr das möchtet. Und könnt über den D'Alembert noch ein wenig weiterlesen. Wie vernichtend für alle, fährt der Autor fort, welche vor der Jesuitengefahr warnen. Die Wahrheit ist, dass Friedrich sie in der Tat als Schullehrer für die Erziehung der Jugend für brauchbar erachtet hat. Jedoch nur in Ermangelung eines Besseren. Was ist denn das für ein Satz? Lass den Teufel die Kinder erziehen, weil eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Das ist im Grunde, was hier in deutlichen Worten unkodiert steht. Friedrich fand sie in der Tat als Schullehrer für die Erziehung der Jugend für brauchbar, in Ermangelung eines Besseren. Aha. Da müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, dass dieser König Friedrich eben auch ein Freimaurer war und von daher eben eine andere Denkweise hatte als ein bibelgläubiger Christ. Wäre dieser Friedrich der Große damals ein bibelgläubiger Christ gewesen, dann hätte er den Jesuiten a. keinen Unterschlupf gewährt und b. hätte er sie sicher nicht für die Erziehung der Jugend als brauchbar erachtet, in Ermangelung eines Besseren. So können sich eben solche Herrscher auch mal irren. Komischerweise wurde uns das doch nie in der Schule gelehrt, oder? Der Autor fährt fort und sagt, und dieses zwar in jenem Schlesien und Polen, welche er aus der Hand der Römlinge in einem Bezug auf Schulbildung dermaßen rückständigen Zustand übernommen hatte, dass er sich nicht anders zu helfen wusste, als die Jesuiten halt in diese Lehreinrichtungen einzusetzen. Namentlich waren sie unter der römisch-katholischen Geistlichkeit die einzigen, welche sich mit der Wissenschaft beschäftigten und als Pädagogen ernstlich in Betracht bezogen werden konnten. Wie Friedrich sie sonst einschätzte, darüber lässt seine Erwiderung an D'Alembert, der ihm seine Schrift gegen dieselben 1765 kurz nach ihrer Ausweisung aus Frankreich übersandte, keinen Zweifel. Damals suchte der Papst, und wir sprechen hier über Clemens den 13., sie noch zu halten und ihren Einfluss sogar zu vermehren. Friedrich aber untersagte die Verkündigung der sie betreffenden päpstlichen Bulle, um, wie er an D'Alembert schreibt, das verderbliche Gewürm, welches früher oder später allenthalben das Schicksal erleiden wird, welches dasselbe in Frankreich und Portugal bereits erlitten hat, bei mir, in meinem Staate, nicht noch zu stärken. Ende Zitat. Als der Papst seinerseits den Orden aufhob, wurde die Lage für Friedrich freilich eine andere. Damit sei, wie er selbst an Voltaire schreibt, den Füchsen der Schwanz abgeschnitten worden, so dass sie nicht mehr wie diejenigen Samsons die Getreidefelder der Philister niederbrennen könnten. Wenn er, um seine Souveränität aufrechtzuerhalten, nun auch die Bulle Clemens des 14. nicht verkünden ließ und die Verfolgten in seinen königlichen Schutz nahm, so durften sie doch nicht länger seine eine Körperschaft bilden. Okay? Also, um das jetzt nochmal eben in deutlichen Wörtern, wie auch früher geschichtlich erklärt, zu sagen, dass das jeder einfach verstehen kann. Um seine Souveränität aufrechtzuerhalten, muss hier der Friedrich der Große die Bulle Clemens des 14., die dann heißt Dominus ac Redemptor, ja, mit der die Jesuiten damals 1774 verboten wurden, nicht verkünden. Also wenn er die Bulle nicht verkündet, dann heißt es, dass dieser Teil des römisch-kanonischen Rechtes in seinem Land in Preußen damals keinen Widerklang gefunden hat. Er weist das eigenhändig ab, verkündet die Bulle Dominus ac Redemptor, mit der die Jesuiten verboten wurden, nicht. Und das Einzige, was er tut, ist, er nimmt sie selbst in seinen königlichen Schutz, aber trotzdem
dürfen sie nicht länger eine Körperschaft bilden. Er machte sich gleichsam selbst zu ihrem General. Naja, der wirkliche General Lorenzo Ricci war damals in Gefangenschaft im Castello del... Wie heißt das da in Rom? Komme ich jetzt nicht auf den Namen. Aber dieses Schloss gegenüber dem Vatikan in Rom, da war Lorenzo Ricci damals gefangen genommen für kurze Zeit. Und es gab ja keinen General mehr, da die Gesellschaft ja sozusagen führerlos war. Die Gesellschaft war ja verboten. Ja? Und deswegen machte er sich selbst zum General. Zumindest für die Jesuiten, die in Preußen wohl verblieben sind. Da sie zudem in der anderen römischen Geistlichkeit keinen Rückhalt besaßen, diese vielmehr darauf bedacht war, sie loszuwerden, so hielt er sie für hinreichend ohnmächtig, um nicht weiter schaden zu können. Ja, das haben schon viele Leute gedacht. Dann hätte er das Buch von Sun Tzu lesen müssen, Die Kunst des Krieges. Und dann hätte er verstanden, wie die Jesuiten funktionieren, agieren und aufgrund dessen schwach sind oder sich schwach vortun, wenn sie stark sind. Ja? Und das ist eine der Techniken von Sun Tzu aus seinem Buch Die Kunst des Krieges, das 1772 durch den Jesuiten Amiot, so gesagt aus dem Chinesischen ins Französische, übersetzt wurde. Da hatten wir in Herrscher des Bösen drüber gesprochen. Ja? Er hielt sie für hinreichend ohnmächtig, um nicht weiter schaden zu können. Da haben sich noch ganz andere Menschen in der Hinsicht geirrt. Also befindet sich der Friedrich der Große hier in guter Gesellschaft. Wenn D'Alembert ihn daran erinnerte, wie sie im Siebenjährigen Kriege mitgespielt hatten, so lautete die königliche Antwort: Man kann keinen Pardon gewähren, wenn nicht gesündigt worden ist. Wie alle Verfolgte, so waren nunmehr auch die vom Papste selbst, von sämtlichen römisch-katholischen Mächten verfemten, ihm Schutzbefohlene. Er habe übrigens, meinte er schalkhaft genug, bei der Übernahme Schlesiens im Dresdner Frieden beschworen, die römisch-katholische Religion in ihrem Bestande nicht anzutasten. Er habe solcherweise die Jesuiten mit übernommen. Die katholischen Fürsten hätten zwar jederzeit einen Papst zur Verfügung, welcher sie, Kraft seiner Allmacht, ihrer Eide entbindet, er, der Ketzer, müsse sein Wort halten. Im Übrigen habe er die Einwände gegen die Jesuiten gelesen und zu einem guten Teil wohl begründet befunden. Die Jesuitenverfechter werden also gut tun, an dem so siegesgewiss angezogenen Zeugnisse Friedrichs in Zukunft besser abzusehen. Die Geschichtsmethode ihrer Klopp und Was ist das denn jetzt? Habe ich mir gerade eingestellt, dass ich das nicht lesen kann. Die Geschichtsmethode ihrer Klopp und Janssen bleibt nun einmal eine Grube, in die man nur zu leicht selbst hineinfällt. In Napoleon, dem kundigen Korsen, fanden die Jünger Loyolas ihren Meister. Ja, so scheint es nach außen hin, aber das ist nicht so. Soweit sein Zepter reichte, mussten sie aus der Schusslinie bleiben. Hatte er auch die römisch-katholische Hierarchie in Frankreich wiederhergestellt, so duldete er doch nichts, was seiner geistlichen Miliz gleichkam, was einer geistigen Miliz gleichkam. Am allerwenigsten die Kompanie Jesu selber. Ihr Name durfte in den Zeitungen gar nicht genannt werden. Ja, dazu muss ich mal eben erklären. Napoleon ist natürlich ein Hochgrad Freimaurer gewesen und er war unter dem Joch des Jesuitengenerals, weil der natürlich an der Freimaurerei oben an der Spitze steht. Da ist ja gar keine große Frage drüber. Das wissen wir alle, die wir diese Dinge ja schon einige Zeit jetzt studiert haben inzwischen. Und Napoleon selbst hat Aussprüche getätigt über den Orden der Jesuiten, wie ihr euch erinnern könnt, aus Herrscher des Bösen. Da habe ich unter anderem das eine Zitat von ihm vorgelesen, das Napoleon zugeschrieben wird über die Jesuiten und dass er sich ganz bewusst war von der Macht, die sie haben. Und er war auch nur eine Puppe, den sie benutzt haben, so weit, wie es ihnen dienstlich war. Und wenn der Mohr dann seine Schuldigkeit getan hat, ja, dann kann der Mohr abtreten. Selbst Napoleon durfte damals abtreten. Auf seine letzte Verbannung
Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals als, ich weiß nicht, 13-, 14-Jähriger ein Buch gelesen hatte über den Mörder Napoleons, wo daraus hervorging, dass man aufgrund von Untersuchungen mit der neuesten Technik damals, vor knapp 30 Jahren oder was, oder über 30 Jahren, damals schon diese DNA-Technik zum Teil hatte und eben feststellen konnte, dass in dem Haar von Napoleon Arsen sich abgelagert hat. Und zwar in einer Menge, die darauf schließen lässt, dass er langsam vergiftet wurde. Weil es ist ja, Arsen wird über die Haare unter anderem ausgeschieden aus dem Körper. Und wenn man die Haare analysiert, dann kann man sehen, inwieweit der Körper mit Arsen vergiftet wurde. Das Buch Der Mörder Napoleons habe ich damals gelesen, weil mich Geschichte halt schon immer interessierte, aber ich habe sie niemals so verstanden, wie ich sie jetzt verstehe, wo ich Bücher über die Jesuiten hier lese. Ja? Und wenn der Autor hier sagt, in Napoleon, dem kundigen Korsen, fanden die Jünger Loyolas ihren Meister, na, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Die Jesuiten haben in der Hinsicht noch niemals ihren Meister hier auf dieser Erde gefunden, aber sie haben die Welt gerne glauben lassen, dass sie nicht mehr die große Macht haben. Und darin hat natürlich Napoleon die Welt damals gut überzeugen können. Aber der Arthur Böttling ist nicht der erste Autor, der den Jesuiten in der Hinsicht auf den Leim geht und denkt, dass sie verloren hätten oder dass sie schwach waren, obwohl sie gerade zu dem Zeitpunkt am stärksten waren. Ja? Gut. Hatte er auch, also Napoleon, die römisch-katholische Hierarchie in Frankreich wiederhergestellt, so duldete er doch nichts, was einer geistlichen Miliz gleichkam, am allerwenigsten die Kompanie Jesu selber. Ihr Name durfte in den Zeitungen gar nicht genannt werden. Der Sturz des Soldatenkaisers, also Napoleons, bedeutete dafür ihre Wiederauferstehung. 1814, und Napoleon wurde zum letzten Mal geschlagen in Waterloo im Juni 1815, 18. Juni übrigens, das genaue Datum. Der Sturz ihres Soldatenkaisers bedeutete dafür ihre Wiederauferstehung, denn bereits 1814 befiehlt Antichrist Papst Pius VII. Die Wiederherstellung des Ordens der Jesuiten. Den Clemens XIV., 40 Jahre zuvor, 1773, Kraft eben derselben apostolischen Machtvollkommenheit für immer aufgehoben hatte. Ja? Also hier sehen wir wieder einmal, wie Martin Luther recht hatte, indem Martin Luther damals behauptete, dass die Päpste sich geirrt haben. Ja? Martin Luther behauptet das und ich behaupte das auch. Denn schließlich und schlussendlich ist es so, dass eine päpstliche Bulle übergeht in römisches kanonisches Recht, sobald sie veröffentlicht ist und von daher unabänderlich ist. Eine Bulle kann nicht zurückgezogen werden. Aber die Bulle Dominic ac Redemptor, mit der die Jesuiten 1773 verboten wurden, wurde durch Antichrist Papst Pius VII. 1814 wieder aufgehoben. Ja? Und das kann eigentlich nicht. Also ist das eine einzige furchtbare große Lügenpartie. Ja? Apostolische Machtvollkommenheit. Aufgrund seiner apostolischen Machtvollkommenheit hat er die wurden die Jesuiten aufgehoben, aber aufgrund einer anderen apostolischen Machtvollkommenheit wurden sie wieder eingesetzt, nämlich von Pius dem Siebten. Das ist ein einziges großes Theater, selbst innerhalb des Ordens, selbst innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Da muss man sich mal bewusst von sein. Seine Heiligkeit, also der Papst ist hiermit gemeint, seine Heiligkeit meinte der, Zitat, kräftigen und erfahrenen Ruderer, die sich selbst anboten, das Schifflein Petri durch die stürmischen Wellen eines jeden Augenblick mit Schiffbruch und Tod drohenden Meeres zu leiten, Ende Zitat, nicht entraten zu können. Ja? Seine Heiligkeit meinte, den Jesuiten nicht entraten zu können. Mittels des Wiener Fürstenkongresses bemächtigten sich dieselben mit einem Schlage wieder der Fäden der europäischen Politik. Nicht nur das Schifflein Petri wollten sie glücklich wieder über Wasser bringen, sondern zugleich alle Throne vor der Revolution sicherstellen. Na, wir befinden uns jetzt also hier im Jahre 1815, von dem der Autor hier spricht. Und ich möchte hiermit mit einem kleinen Kommentar die Lesung für heute auch hier zum Ende bringen.
Wir haben in 1815 den Kongress von Wien und den kennen viele. Aber was viele Leute nicht wissen, ist, dass zwischen den Jahren 1815 und 1823 in total drei geheime Konzile gab, drei geheime Verträge, um es mal so zu nennen. Und zwar einen Geheimvertrag von Wien, einen Geheimvertrag von Verona und einen Geheimvertrag von Chiri, in denen, ganz kurz umrissen, worum es geht, in denen ganz kurz klargestellt wurde, dass die Jesuiten sich zusammen mit den Königshäusern in Europa an einen Tisch gesetzt hatten und ihre gemeinsame zukünftige Politik besprochen haben, wie dafür gesorgt werden kann, dass der Feudalstaat, der ja auch damals im dunklen Zeitalter unter der Ägide oder der Regierung des Papstes galt, wieder komplett hergestellt werden könnte. Und diese Verschwörung der Regierungen gegen ihr eigenes Volk ist niedergeschrieben in diesen drei geheimen Verträgen von Wien 1815, Verona, ich meine 1821 und Chiri 1823, wenn ich mich jetzt mit den Zeiten nicht misse. Aber das könnt ihr bitte selbst nachforschen und euch da selbst drüber informieren. In Amerika zum Beispiel ist eins der Resultate von diesen geheimen Verträgen die Monroe-Doktrin von dem damaligen amerikanischen Präsidenten Monroe. Und auch die Monroe-Doktrin kann man sich im Internet gut drüber erkundigen und kann man das geschichtlich nachschauen, was das jetzt genau bedeutete und was da genau ablief. Aber das hat alles damit zu tun, dass gerade eben 1814 die Jesuiten wieder zugelassen wurden. Wir erinnern uns ja, wie ich auch in anderen Videos bereits besprochen hatte, dass zum Beispiel die amerikanischen ehemaligen Präsidenten Jefferson und, wie heißt der andere, weiß ich jetzt gar nicht mehr, in einem Gespräch meinten, dass sie sich gar nicht erfreut darüber sind, dass die Jesuiten wieder in ihrer alten Glorie hergestellt wurden. Ja? Adams war es, glaube ich, Adams und Jefferson, die da miteinander korrespondiert hatten. Weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, ist auch nicht so wild. Aber es geht darum, dass man sich damals in Amerika sehr bewusst darüber war, dass die Jesuiten wieder zugelassen wurden und was das für das Land bedeutete. Und darauf hatten wir dann später den amerikanischen Präsidenten Monroe, der mit einer Monroe-Doktrin ganz klar gesagt hat, wenn ihr in Europa meint, uns hier in Amerika sagen zu können, was wir hier tun, dann werdet ihr uns kennenlernen. So ungefähr lautete die Monroe-Doktrin, um das mal kurz auf den Nenner zu bringen. So. Und hiermit möchte ich jetzt nach knapp 58 Minuten die Lesung für heute aus diesem wundervollen Buch von Arthur Böttling, Die Jesuiten und das Deutsche Reich, abschließen. Auf Seite 18 sind wir jetzt in dem Buch, immer noch nicht am Ende. Ich kann euch nur versichern, es wird noch viel interessanter zum Ende hin. Nichtsdestotrotz hatten wir heute einige sehr wichtige Sätze in diesem Buche gelesen und wahrscheinlich sogar den wichtigsten Satz des ganzen Buches überhaupt, wo ja gesagt wurde, was besagt übrigens die physische Vergiftung Einzelner im Vergleich zu dem psychischen Gifte, das die Jesuiten allen eingeben möchten. Ein Satz, über den man sicher nochmal nachdenken sollte, bis wir dann nächstes Mal in der vierten Lesung über dieses Buch Die Jesuiten und das Deutsche Reich fortfahren. Und ich kann euch versichern, es wird noch einige Dinge in Bezug auf Deutschland haben, die euch sehr interessieren werden. Also bleibt dran, verfolgt diese Lesung wie auch meine anderen Werke auf meinen YouTube-Videos hoffentlich weiterhin, macht euch schlau darüber, macht euch schlau in der Geschichte und hauptsächlich an der ersten Stelle macht euch schlau über die Bibel, weil all diese ganze Geschichte ist nichts wert, wenn man nicht die Bibel erst hat. Und schließlich geht es ja darum, dass wir erst das Wort Gottes brauchen und dann anhand des Wortes Gottes, mit der Brille des Wortes Gottes auf, sage ich jetzt mal, diese Welt sehen müssen. Und dann sehen wir die Welt, wie sie wirklich ist. Dann sehen wir hinter den Vorhang, dann sehen wir die wirklichen Drahtzieher. Und dieses kleine Heftchen von Arthur Böttling hat sicher Anfang des 20. Jahrhunderts dazu beigetragen, vielen Menschen in Deutschland die Augen zu öffnen über die Jesuiten. Und ich hoffe, dass meine Lesung dieses Heftchens heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, vielen Menschen ebenso hilft, die Politik der Jesuiten zu erkennen und
durch die Brille der Bibel diese Welt zu sehen, wie sie wirklich ist, und dann rauszukommen aus dem Betrug, der uns vorgespielt wird, rauszukommen aus der Kirche einerseits, rauszukommen aus dieser Welt andererseits, wo Gott sagt in Offenbarung Kapitel 18, Vers 4, wo er sagt, kommt heraus aus ihr oder komm heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt. Ich hole das Zitat mal eben hier an. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet, damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Ich persönlich interpretiere, das kommt heraus aus ihr auf zweierlei Art und Weise. Einerseits kommt heraus aus der falschen Kirche, sicher die Kirche, die behauptet, die Kirche Jesus Christus zu sein, die römisch-katholische, aber andererseits auch die Welt. Kommt heraus aus der Welt, kommt heraus aus dem Materialistischen, kommt in das Spirituelle, und ich werde jetzt nicht irgendwie charismatisch oder sowas, sondern ich meine, dass in der Bibel bereits geschrieben steht, dass der Vater angebetet werden möchte im Geiste und in der Wahrheit. Im Geiste. Also lasst euch durch das Geistige leiten und nicht durch das Materielle. Das ist ein ganz wichtiger Aufruf. Und ich denke, für mich persönlich ist Offenbarung 18, Verse 4 und 5 ebenso auf diese Welt, auf das Materielle anzusetzen, als auch auf die Kirche. Und mit diesen Worten möchte ich es für heute beschließen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.